Hallo liebe Tesla-Freunde, jetzt hier aus meinem Wohnzimmer. Irgendwie hat sich so eingebürgert, dass ich eine kleine Anleitung geben muss für mein Video, was ich schneide. Dieses Video hier ist jetzt über den Reifenwechsel bei meinem Reifenhändler in Neuss. Den Reifenhändler Bürig habe ich empfohlen bekommen von Tesla in Düsseldorf, weil dieser Reifenhändler auch eine Lizenz hat für Elektroautos. Und ja, ich habe sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht und zeige das auch in meinem Video. Und ich würde jetzt an dieser Stelle, muss ich sagen, dass ich von der Reifengesell Bürig keinerlei Geld bekomme, um dieses hier zu machen, diese Werbung, in Anführungszeichen für ihn, sondern es ist meine eigene Meinung. Und ja, wenn ich eine andere Meinung hätte, eine negative, würde ich das auch sagen. Okay, aber es ist positiv. Und ich mache dieses Video aus zwei Gründen. Einmal, meine Follower haben mich mehrfach gefragt, was für tolle Sommerfelgen ich denn habe. Das ist von der Firma Thomason. Die kann man im eBay-Shop bei Reifen Bürig bestellen. Den zeige ich jetzt gleich. Und der Reifengesell Bürig hat mich gefragt, das kleine Video auch möglichst schnell online zu stellen, weil er wollte das teilen für seine Kunden. Alle Kunden, die jetzt hier dabei sind, die mich nicht kennen, ich bin Tesla Markus. Ich mache Videos über meinen täglichen Gebrauch meines Model S, um zu zeigen, wie das Modell S im Alltag funktioniert. Im Alltag eines der, ja, ich fahre sehr viel damit durch ganz Europa. Das macht mir so viel Spaß, dass ich da auch Videos mitmache, Fotos mache auf Instagram, auf Facebook mache ich einiges. Ich habe auch einen Blog, den ich ein bisschen vernachlässige. Momentan einiges auf YouTube. Also wenn ihr Interesse habt, das jetzt hier weiter zu verfolgen, dann abonniert bitte diesen Kanal. Das geht unten und dann ist so eine Glocke dabei, da kriegt man sogar dann eine Mail, wenn ich ein neues Video rausbringe. Also willkommen auf dem Kanal für alle, die sich jetzt, die von Reifengesell Bürig kommen oder die einfach bei YouTube oder bei Google eingegeben haben, meine Felgen und dann dieses Video kommt. Okay, für alle anderen, die kennen mich schon, deshalb soll es auch gleich losgehen. Viel Spaß dabei! So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich bin jetzt hier auf meinem PC und habe den eBay-Shop aufgerufen von Reifengesell Neuss und habe jetzt auch meine Felgen mal aufgerufen. Für alle, die sich jetzt hier das genau anschauen wollen, das sind die Thomason TN16 und die gibt es jetzt in verschiedenen Farben. Ich habe die, meine ich hier, Dark Hyper Black, das ist diese Zweifarbigkeit. Ursprünglich wollte ich eigentlich diese dunklen haben, die waren aber nicht lieferbar. Aber müssten eigentlich jetzt wieder da sein. Ja, alles in Schwarz hier. Okay, kann man durchblättern. Ihr seht an den Preisen, dass es nicht falsch ist, was ich gesagt habe. Und zwar meine kosten 205 Euro das Stück und die schwarzen sogar nur 180 Euro. Okay, dann könnt ihr mal selber reingehen. Jetzt seht ihr mal das Video, wie ich da hingefahren bin. Ich habe ein bisschen noch Fahrtvideo dazu gemacht, dass all die Leute, die mich noch nicht kennen, wissen, was für eine Art Qualität ich an Videos mache. Aber ja, wenn ihr das nicht alle sehen wollt, spult einfach vor. Ich habe das in der Beschreibung verlinkt, diese Information, wo dann meine Anfahrt bei dem Reifenhändler gezeigt wird. Also ich glaube, so die ersten 3 Minuten, 4 Minuten könnt ihr überspringen, wenn ihr das wollt. Dann mal viel Spaß und ja, Vorhang auf für meinen kurzen Zwischenvlog. Ziel angeben. Reifengesell Bürig in Neuss, Hafenstraße. Nur mal schon so viel für euch, falls ihr da auch mal hinfahren wollt mit dem Tesla. Der hat also, der kann Tesla-Reifen machen und der hat auch für Tesla hat er. Ah, ich glaube, es darf ich fahren. Das ist nett. Dankeschön. Dankeschön. So. Ja, also erstmal jetzt zum Reifenhändler. 22 Kilometer. Ich bin da um 14 Uhr, wie geplant. Läuft. Rudeness if I'm tripping over your time.
two kids in a house and live happily. I think we are so meant to be. But she says, wait, you forgot something. Every good thing comes to an end. At least it always happened to me. I'm telling you this now. Schön an dem Reifenhändler hier ist, dass der in der Stadtmitte ist. Das heißt, wenn man sein Auto da abliefert, kann man auch mal einen schönen Dreh machen durch die Innenstadt. Bloß heute kann ich nicht, weil ich wollte eigentlich filmen. Außer er lässt mich nicht filmen, dann gehe ich was essen. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier ist die Hafenstraße, oder? Ja, grün. Genau. Ja, die kommt jetzt, genau, das ist die jetzt. Und dahinter kommt er schon. Also hier rechts, links, das kreuzen wir jetzt gleich, ist die Haupteinkaufsstraße. Soweit ich das beurteilen kann, als Nicht-Neusser. Und ja, das ist hier. Da rennen zumindest ganz viele Leute rum. Und jetzt hier kommt die Einfahrt direkt zu dem Reifenhimmel in Neuss. Da links sieht man es, Gesellbürig, Reifengesellbürig. Und die sagen, ich soll es einfach reinfahren ohne Termin. Und das mache ich jetzt. Ich fahre jetzt rein ohne Termin. Mal sehen, was mich erwartet. Yeah. Yeah, ich darf filmen. Filmen und ich darf direkt auf die 3 fahren, haben sie gesagt. Getriebe wieder auf. Erstmal Werkstattmodus. Wissen Sie wo? Ich guck gerade hier. Also ich habe hier Service und Reset, das genau, ist nicht, oder? Einstellungen und da muss irgendwas von Schleppmodus, genau. Dann haben wir die Bremse treten. Ach ja, da. Dann auf an. Genau. Und das war's. Der das war's schon. Der Rest macht ihr. Cool. Das ist viel nett. Ja, muss auch drin liegen lassen, sonst schaut der Bremse los. Jo, der ist welchen Namen liegen die denn hier? Bevaso. Bevaso. Ja. Profil drauf. Ja, bisschen ja, noch. 5 haben die noch. Bremse und Feststellbremse, glaube ich. Das ist ganz normal, ja. Was ist das? So, jetzt haben wir den Nachteil, dass ich immer meistens was zu trinken habe. Ich bin von 5 Meter 170. Das sehen Sie die ganze Celsius. Hast du mal einen Mock alleine? Wir kriegen 100.
kann schon. Das war's schon wieder, Mensch. Ich bin, glaube ich, 20 Minuten reingefahren, jetzt wieder rausfahren, fertig. Ganz nette Leute, ich kann das empfehlen. Leider habe ich jetzt kein Interview machen können, weil die waren beschäftigt mit Telefon da, die Leute drin. Aber hier gibt es ganz viele Tesla-Felgen. Die haben auch einen Online-Store. Googelt mal Reifengesell Jürik. Ich mache jetzt keinen Link in die Beschreibung rein, weil dann ist immer schwierig. Mit YouTube, dann wollen die das alles nochmal kontrollieren, habe ich ja keinen Bock drauf. So, jetzt mal ein bisschen aufpassen hier, dass ich keinen Fußgänger umfahre. Klebrig, den Winterreifen. Ach ja. Noch ein ganz kurzer Hinweis, also wenn euch diese Art und Weise von meinen Videos gefällt, das ist nur ein kleiner Teil gewesen von meinem nächsten Vlog, den ich jetzt gerade schneide. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich euch auch die Nummer sagen kann. Ich meine, es ist der Vlog Nummer 20 an den Niederrhein, Belgien und Holland. Und da besuche ich auch Follower und wir werden auch ja, jetzt auf diesem Video dann, also in diesem Vlog-Video, ein Gespräch haben mit einem Follower. Das Gespräch im anderen Follower ist schon online. Das war ein Live-Chat oder Live-Talk. Dann seht ihr schon, den verlinke ich dann auch. Gut, was gibt's noch? Ach ja, jetzt nochmal für meine Follower. In dem Vlog, den ich jetzt gerade schneide, ich hoffe, er kommt Sonntag raus, ist ein Teil dabei, der geht über Leben und Tod. Das sind nur 5 oder 10 Minuten. Na, vielleicht auch nur 5 Minuten. Ich werde dann auch Informationen geben während des Vlogs, dass man das überspringen kann, wenn man das nicht sehen möchte. Es hat mich bewegt in dem Vlog, und zwar, ich bin an einem Schlachthof vorbeigefahren und auch an diesem amerikanischen Krieger Kriegsfriedhof, wie sagt man, Krieg, an diesem amerikanischen Soldatenfriedhof in Belgien. Und das sind so die Sachen bei mir in meinem Kopf irgendwie zusammengekommen, inklusive in einem Traum, den ich an dem Tag hatte. Es ist jetzt nicht Tesla, aber es ist etwas, was mich selbst betrifft und vielleicht auch alle anderen. Aber wenn ihr jetzt sagt, nee, aber das passt wirklich nicht in diesen Vlog oder das, sowas wollen wir nicht sehen, dann schreibt mir das mal noch kurz unten rein und ich werde darauf eventuell Rücksicht nehmen. Mal gucken. Auf jeden Fall, es wird nicht zu hart sein. Ich hoffe natürlich nicht für euch, aber ich möchte ein bisschen mehr auch bringen auf meinem Kanal, was so in meinem Kopf vorgeht. Ja? Also okay, dann viel Spaß an diesem Wochenende, weil ihr seht das Video jetzt wahrscheinlich am Freitagabend. Ach ja, und heute kommt ja auch wieder der Owe raus. Ich glaube mir Model X, also freue mich drauf. Und ich habe gerade, ach ja, ich sag das, ich komme immer eins zum anderen, ja, wenn ich schon mal rede. Ich habe gerade eine Mail bekommen von Clean Electric. Das will ich euch auch mal kurz sagen. Und zwar, ich bin eingeladen also für nächste Woche Donnerstag. Das ist jetzt bestätigt. Und, lass mal gucken, vielleicht geht es auf meinem Handy schneller. Ah ja, doch, ist bestätigt. Und zwar, ich werde einen Live-Talk machen mit Clean Electric am Donnerstag nächste Woche, den 26.10. Und ungefähr um 18.30 Uhr werden wir online gehen. Also ich werde das nochmal so auf den anderen Kanälen sagen, wenn ihr dabei sein wollt. Clean Electric, ich habe das schon öfters gesagt auf meinem Kanal. Es sind Podcaster, schon eine ganze Weile dabei im Geschäft und bringen sehr, sehr guten Content. Und ja, ich bin dort mit der Kamera auch und wir werden, glaube ich, auch einen Podcast zusammen produzieren. Aber ich habe gerade eben gefragt den Marcel, ob wir diesen Live-Talk machen mit meinen Followern. Also überlegt euch schon mal ein paar Fragen und ich werde das diesmal ein bisschen besser machen als beim letzten Mal. Ich werde auf dem großen Bildschirm auf meinem iPad, da ist jetzt, wo ist der jetzt, beim Laden irgendwo, da werde ich die Fragen, also werde ich den Chat darstellen und auf der kleinen Kamera auf dem iPhone werde ich die Kamera benutzen, um den Live-Talk durchzuführen. Also der Chat läuft auf dem iPad, ich werde das wahrscheinlich dann besser verfolgen können, eure Fragen. Und ja, die Kamera vom iPhone werde ich benutzen. So ist mal der Plan. Wenn ihr mir vorher schon Fragen schicken wollt, was ihr an die Jungs habt, dann umso besser.
dann kann ich auch garantieren, dass ich die stellen werde. Jetzt hat's aber, jetzt reicht's aber, jetzt geht's los.